Und damit willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver in einer Slog Randomizer. Wir sind in der zweiten Arena und ich hoffe, wir werden hier kein Opfer beklagen. Aber ich weiß es nicht, wie es wird, weil in der ersten Arena ist leider 17 gestorben. Und ob wir diesen Part mit allen 6 Pokémon schaffen, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was macht dieser Schall? Der deaktiviert das, glaube ich. Kann das sein? Dann komme ich damit nach links. Aber das bringt mir rein gar nichts. Richtig. Und damit, zack. Obwohl, da komme ich zum Trainer. Warte, da komme ich zum Trainer. Und das ist nicht links, das ist rechts. Mensch, ja moin. So, dann hier. Den nächsten Trainer herausfordern. An sich sollten hier Käfer-Pokémon sein. Aber hier wurde alles gereinigt. Und dementsprechend auch alle Käfer entfernt. Mit so einem Käferentferner. Dementsprechend, ja, sind halt jetzt keine Käfer mehr da. Okay, ein Pantimimi auf Level 13, das ist ganz schön krass. Das ist zu krass, das ist zu krass, das ist zu krass. Hannes, komm du mal her. Ja, Splatcast ist neu im Team. Daher muss er noch ein bisschen trainiert werden. So, sehr schön. Ich gehe erstmal auf Bitterkuss. Ja, Zugabe ist fehlgeschlagen. Das ist leider auch fehlschlag. Konfusion. Setzt Pantimimi ein. Das Problem ist, es ist halt auf unserem Level. Und das ist sehr überraschend. Also, sonst waren die gegnerischen Pokémon immer relativ niedrig gelevelt. Das ändert sich nun. Und ich probiere einmal jetzt mal Metronom. Es imitiert Bitterkuss, richtig? Ja. Okay, das heißt, Hannes ist verwirrt und ich würde sagen, ich wechsle Hannes in der nächsten Runde direkt aus. Ob er sich nun jetzt selbst verletzt oder nicht. Er setzt Metronom ein. Okay, nice. Oh, ja, gut. Okay, dann gehe ich zu Böni. Böni kann dann gleich auch Level 15 werden, ist auch nicht schlecht. Und ich möchte da den Abschlag probieren. Ja, natürlich, ja. Was macht denn da? Macht denn er jetzt? Angriff steigt. Greift er nicht physisch an? Psychoattacken sind doch speziell. Ich meinte ja, greift er nicht speziell an. Oh. Ist nicht mehr verwirrt, ist klar. Also seine Meditation hat nichts gebracht. Ja, natürlich! Volltreffer und verwirrt! Ist klar. Und das ist mein armes Böni. Ich versuch's trotzdem. Nochmal ein Volltreffer? Nee, glaube ich nicht. Ach, klar doch. Wie jetzt noch ein Volltreffer? Also dann fliegt hier alles in die Luft. da kann ich jetzt so zumindest nicht weitermachen. Finn, komm du mal raus. Ich weiß, du hast auch nur Psycho-Attacken, aber... Oder hast du auch eine normale Attacke zum Angreifen? Nee, glaube ich nicht, oder? Nee. Dann gehe ich auf Konfusion. Ja, steigere ruhig deinen Angriff, das macht doch nichts. Achso. Das ist irgendwas anderes. Boah, das macht ja extrem wenig Schaden. Okay, ja gut, das ist halt doof. Bonita? Wechsel dich zum nächsten Pokémon. Es ist nur ein blödes Pantimimi. Dennoch macht es uns solche großen Probleme hier. So, Kopfnuss. Imitator? Ah nee, er hat Imitator eingesetzt. Stimmt, nicht Meditation. So, gleich hier kurzen Prozess machen. Ey, hat das gerade gedauert. Level 15 für Böni, sehr schön. Level 14 für Hannes, auch sehr schön. Ich glaube, ich hatte jetzt jedes Pokémon eingesetzt, kann das sein? Nee, Johannes nicht. Okay, was ist hier hinten? Und wie sehen eigentlich jetzt meine Pokémon aus? Eigentlich ist nur Böni reif fürs Pokémon Center, die anderen kriegen es noch hin. So, aber hier hinten ist sonst weiter nichts, also ich kann wieder zurück. An sich kann ich jetzt nur das hier mal aktivieren. Und dann komme ich zum Doppelkampf da links. Oh shit, ich habe Böni auf den zweiten Platz noch. Ich habe Böni noch auf dem zweiten Platz. Das ist schlecht. Unser erster Doppelkampf im gesamten Let's Play sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr gut für Splatcast.
Böni werde ich sofort auswechseln. So, Glut auf Noctuska. Würde ich sagen, genau, genau, genau. Und Böni könnte auch sehr effektiv mit der Giftattacke angreifen, aber wir lassen es mal lieber. Ich gehe zu Finn rüber. Aber Doppelkämpfe sind sehr gefährlich. Müssen wir dran denken. So, Glut macht erstmal ordentlich Schaden. Nächste Runde ist Noctuska besiegt. Giftstachel. Ah, das ist natürlich doof. Vergiftung wahrscheinlich, ja, ist klar. Und sie gehen beide aufs Petcast. Ha! Ein Divi ist verbrannt. Oder brennt. Sehr schön. So, eine Runde bleibe ich mit Splatcast noch drin. Danach muss ich Splatcast unbedingt auswechseln. Nur ich muss unbedingt Noctuska wegkriegen. So, nicht Teleport, sondern Konfusion auf Endivir. Okay, das eine fiel schon mal weg. Sehr, sehr schön. Oh, nochmal eine EP. Halt bitter, dass Böni auf der 2 war, aber naja, ist nicht so schlimm. Ah, es macht doch auch schon mal schön Schaden. Sehr schön. Wir beide kriegen Heuler ab. Obwohl, ich kann Splatcast auch drinnen lassen. Genau. Ich lasse es. Lasse ihn drinnen. Weil Glut wird es schon ausrichten. Notfalls Konfusion. Ja. Das war jetzt gut, dass 2 Pflanzen-Pokémon erschienen sind. Okidoki. Dann werde ich jetzt trotzdem zum Pokémon Center zurückgehen, weil es befindet sich hier eh kein Trainer mehr. Dementsprechend, ja, müssen wir nur noch das Rätsel hier lösen. Okay, wir gehen erstmal in die Spinne hinein. Damit kommen wir nach links oben, wo ein Schalter ist. Diesen legen wir direkt einfach mal um. So, zack. Dann geht es nämlich wieder zurück und dann kommen wir nach links unten und können den Schalter betätigen. Und dann geht's hier entlang, ja. Und damit geht's dann in Richtung Arena-Leiter. Momentan ist Splatcast nach vorne. Ich lasse ihn auch vorne. Und ich bin gespannt, wie der Trainerkampf oder der Arena-Kampf jetzt so wird. Und bitte nichts Krasses. Also, ja, doch, wir können schon schwierig haben, aber bitte, dass keiner stirbt. Bitte, bitte, bitte. Wir haben so gute Pokémon. Mal gucken. Mein Name ist Kai. Wenn es um Pokémon geht, macht mir keiner was vor. Irgendwann werde ich ein berühmter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Käfer-Pokémon. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Forschungsergebnisse geben. Du hast doch keine Käfer-Pokémon. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch. Wer weiß. Gucken wir mal, was er so drauf hat. Als erstes hat er ein... Ja? Ja? Da gucke ich direkt auf PokeWiki. Entei. Würde ich schätzen Feuer? Aber bin mir da nicht sicher. Nein, ich will nicht auf Facebook von PokeWiki drauf. Ich will auf PokeWiki nicht. So, Entei. Entei. Ich gucke ja nicht auf die Schwächen und so. Ich gucke nur auf den Typ. Okay, Typ Feuer. Level 17! Ist klar. Was machen wir? Was machen wir? Ich weiß, Splatcast ist auf Level 10. Ich habe die Hoffnung, dass wir einmal Rauchwolke wenigstens einsetzen können. Oh, Biss, das ist normal effektiv. Okay, einmal Rauchwolke ging. Sehr schön. Genauigkeit ist dadurch gesunken. Eieiei, das ist jetzt... Das wird hart, das wird hart. Danach gehe ich... Böni hat noch keine Bodenattacke, das ist schlecht. Gehe ich direkt auf Böni? Ich gehe auf Böni. Genau, Böni. Komm du her. Meine ganze Hoffnung liegt jetzt auf Böni. Attackiert dann nehmen. Hast du auch... Ja, genau, du hast auch Sandwirbel. Sehr schön. Silberblick. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Aber der zweite Sandwirbel. Sehr schön. Und es geht direkt weiter mit dem Härtner. Attackiert dann nehmen. Somit ist das jetzt wieder ausgeglichen. Wegen Silberblick. So, weiter geht es mit dem nächsten Sandwirbel. Glut. Wie viel Schaden macht Glut? Sehr viel. Oh, wunderbar, wunderbar. Jetzt greife ich an mit Gifthieb. Mit etwas Glück ist es vergiftet.
Boah, wenig Schaden. Sehr wenig Schaden. Ich muss mehr auf Sandwirbel gehen. Es darf weniger angreifen. Oder es soll weniger angreifen. Oh, es will mich auswechseln lassen? Damit hätte ich auch kein Problem. Dann spare ich mir einen Zug für Wechsel. Okay, wer kommt rein? Bitte irgendwas, irgendwer Gutes. Ah, ist geschwächt. Ist sehr geschwächt. Muss ich wechseln. Dann gehe ich nun. Bonita ist wegen Stahl. Feuer auf Stahl ist nicht gut. Hannes hat bisher auch immer geregelt. Und das als Baby-Pokémon. Obwohl hier. Johannes, ah nee. Ich gehe zu Bonita. Attacke geht daneben, sehr schön. Lebensschelle. Attacke geht daneben, wunderbar. Somit wird auch direkt wieder die Verteidigung, die Genauigkeit gesenkt. Ist sehr effektiv, aber macht so gut wie gar keinen Schaden. Kopfnuss. Ich muss den Zug mit Bonita nutzen. Auch so gut, dann weiter Lebensschelle. Das wird reinhauen. Volltreffer. Volltreffer, mein Herz! Okay, ich glaube, die Genauigkeit kann nicht weiter gesenkt werden. Rüber zu Johannes. Er ist ja mit einem Entei hier direkt auf Level 17 ankommt. So, jetzt heißt es heilen. Mit einem Supertrank Böni heilen. Oder da reicht eigentlich ein normaler Trank auch erstmal hin. Ihr merkt, ich habe mich jetzt schon anders hingesetzt. Das heißt, es ist ernst. Warte. Na, fliehen will ich ja nicht. Ich wollte... Na, ich will nicht fliehen. Eigentlich kostet das keine Runde. Warte, ich wollte eigentlich Donnerwelle einsetzen, aber... Guck mal, Charme. Ich senke seinen Angriff stark. Auch ganz nice. Plus gleich noch die Paralyse. Plus Bitterkuss. Man muss strategisch vorgehen. Und das ist... Johannes hat so die Attacken, um ein gegnerisches Pokémon so außer Gefecht zu setzen. Yeah! Okay, rüber zu Böni. Wenn wir dieses Entei down kriegen, ohne dass ein Pokémon stirbt, dann haben wir schon eigentlich gewonnen, kann man schon fast sagen. Weiter Gift-Dieb. Zieht zwar wenig ab, aber müssen wir durch. Oh, der hat noch eine Beere, der Typ. Citro-Beere sogar noch. Ja, yeah, Paralyse wirkt wieder. Sehr, sehr gut. Komplett Genauigkeit so weit unten, wie es geht. Paralyse und so. Okay, einmal Glut hat er durchbekommen. Okay. Ja, Glut macht für ihn jetzt mehr Sinn, weil seinen Angriff haben wir halt zerstört. Das ist ein... Da müssen wir geduldig sein. Wir haben es aber ein Glück unter Kontrolle. Ein Glück haben da die Trainer noch keine Top-Genesungen. Brüller hat getroffen. Finn. Problem an der Sache ist... Nee, ich wechsle wieder zu Böni. Problem ist an der Sache wegen Biss. Angriff ist zwar unten, aber... Level 17 gegen Level 13 Finn. Sehr effektiv. Will ich nicht riskieren. Das wäre sehr unnötig. Hahaha, du wolltest direkt Biss einsetzen. Habe ich genau gesehen. Oh, die AP gehen mir auch aus. Wegen Erzwinger halt. Oh, schon wieder ein Glut. Sicherheitshalber Trank einsetzen. Dann dürfen natürlich die anderen beiden Pokémon keine Knüller sein. Noch 6 AP. Wehe, du hast einen zweiten Trank. Oh, danke, Paralyse. Wehe, du hast einen zweiten Trank. Danke.
Das heißt, wir haben noch 2 AP für Gift Heap. Okay. Abschlag. Okay, das Endteil ist besiegt. Eieiei. Das ergibt jetzt für alle viele EPs. Level 11 für Splatcast, nice. Level 14 für Johannes, sehr nice. Azurel. Hm? Johannes hat noch volle KP, sehr schön. Auf zu Johannes. Auf welchem Level? Ich denke mal, höher gelevelt wird es jetzt nicht mehr sein, aber trotz... Also höher gelevelt als das Endteil, aber immer noch höher als wir. Direkt Donnerwelle. Es ist nur ein Azurel, aber dennoch vorsichtig sein. Beim ersten Arena-Leiter war es ein, Porygon. Porygon Z, glaube ich. Und hier Entei. Huhuhu. Aber kein Pokémon dabei gestorben, was an sich doch schon an einem Wunder... Ist das Vieh von Typ Normal? In der ersten Entwicklungsstufe? Anscheinend. Anscheinend. Oh oh, oh oh. Wie sind Finns Verteidigungswerte? Ah, geht, geht. Warum ist es Typ Normal? Attacke geht daneben, sehr schön. Azurel. Ah, mit 2L. Da, Azurel. Es ist Typ Normal. Okay. Dann erst ab Meryl ist es wahrscheinlich Wasser. Okay, den Zug mit Finn nutze ich jetzt für einen Trank. Und zwar für wen? Ich bin am Überlegen. Ich weiß es nicht. Spadcast? Nee, oder? Nee, Böni. Finn, bitte überlebe, bitte überlebe. Okay, danke. Es war mir klar, dass es extrem viel bei Finn abzieht. Nur, ich hatte jetzt keine andere Wahl. Auch schon eine Azurel macht uns große Probleme, ey. So. Giftyp hat nur noch 2 AP. Ich mache erstmal Härtner. Damit er mir nicht so viel KP abzieht mit seinem Slam. 4 KP, das passt. So, zack, Giftyp. Ja, sehr gut. Hätte ich gleich einsetzen können. Und nur so wenig EP für alle. Aber Finn, bei Finn reicht es für Level 14. Nice. Oh, ganz entspannen. Entspannen. Elektroattacken haben keine Wirkung. Entspannen. Es ist zwar ein Reitschuh noch. Auch krank, aber entspannen. Ich hab nur noch 1 AP. So, wie viel zieht Ruckzuckieb ab? 4 AP. Oh, KP. Uah! Ich setze 2-mal Sandwirbel ein, damit es halt weniger trifft. Und ich muss mir einen Plan machen. Weil Giftyp habe ich jetzt nur diesen 1 AP. Wie viel zieht denn das schon mal ab? Ja, schon mal nicht unver... Aha, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann spiele ich jetzt auf Zeit. Wir kriegen den Arena-Leiter ohne ein totes Pokémon durch. Ist das nicht nice? Ich gehe jetzt einfach nur noch auf Härtner. Die Vergiftung macht den Rest. Oder ich könnte auch Abschlag, um mal ein bisschen... Ja, doch, ich gehe noch ein bisschen auf Abschlag, um das ein bisschen zu verschnellern. Aber so ein krankes Battle hatten wir bisher noch gar nicht in diesem Let's Play. Es war jetzt so überraschend. Okay, mega krank. Mega mäßig krank. Entei, Raichu und, na gut, Azurel, was auch nicht gerade schlecht war. Böni versucht Ruckzuckieb zu erlernen.
nur Stärke 40, also ganz ehrlich. Es ist zwar eine Prio-Attacke, was gar nicht schlecht ist. Aber ich finde Härtner noch ganz gut wegen dem Verteidigungsplus. Und Sandwirbel und die anderen beiden Attacken bleiben auf jeden Fall drin. Also ich verzichte auf Ruckzuckieb. Boah, Leiterkai. Ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Meins ehrlich. Wow. Das war unglaublich. Du weißt wirklich gut über Pokémon Bescheid. Mann, oh Mann. Wie es aussieht, habe ich noch sehr viel zu lernen. Aber gut, jetzt erstmal weiter im Text. Hier hast du deinen Ohren. Der Insektohren. Und wir kriegen auch noch eine Käferattacke bestimmt. Allerdings die uns nichts bringt, weil wir kein Käfer-Pokémon haben. Weißt du schon, welche Vorzüge du mit den Insektohren hast? Mit dir gehorchen dir alle Pokémon bis zu einem Level von Level 30. Dazu ist es Pokémon, die mit der Attacke Zerschneider vertraut sind, nur möglich, diese jetzt auch außerhalb von Kämpfen zum Einsatz zu bringen. Oh, und das sollst du auch noch haben. TM 89. Zerschneider haben wir auch noch nicht. Wir haben noch kein Zertrümmerer. Wo bleiben die vor uns? Die TM 89 enthält Kehrtwende. Setzt ein Pokémon diese Attacke im Kampf ein, wird es mit einem anderen aus deinem Team ausgetauscht. Ist das nicht toll? Gar nicht so schlecht, die TM. Gar nicht mal so schlecht. Könnte sie rein theoretisch jemand erlernen. Stärke 70. Eine sehr starke Käferattacke. Böni könnte sie erlernen. Wäre eine Überlegung wert, aber momentan noch nicht, weil Gift-Tip würde ich beibehalten. Und Abschlag auch, weil es halt momentan, ja, wegen, ach so, na toll. Wegen, wir haben keine andere Unlicht-Attacke, bedeutet, wir brauchen so ein bisschen Abschlag und Gift-Tip ist halt auch so mega nice, das soll doch sowieso drinnen bleiben. Dementsprechend, ja, so halt. Gut, dann noch den ganzen Weg jetzt hier zurück, das geht relativ schnell. Boah, ey. Wir haben auch fast den ganzen Part hier drinnen jetzt verbracht. Hätte ich nicht damit gerechnet. Das waren nur zwei Trainerkämpfe. Also ein Trainerkampf und der Arena-Leiterkampf. Es war extrem hart. Extrem, extrem hart. Und was wir jetzt noch machen können, ist auf die nächste Route gehen. Aber vorher muss ich ein paar Pokebälle kaufen. Denn da habe ich ja im letzten Part fast alle verbraucht bei Splatcast. Weil ich ja unbedingt nicht im Pokéball bleiben wollte. Ja, und dementsprechend brauche ich neue Pokéball. Und wir haben im letzten Part noch das ganze Geld von unserer Mutter abgeholt. Weil immer die Hälfte des Geldes, was wir bekommen haben, immer an unsere Mutter zurückgegangen ist. Ach ja, und unsere Mutter hat ja auch was von unserem Geld gekauft. Bitte auch was Sinnvolles. Supertrank. Ja, ist okay. Es gäbe irgendwas schlimm, also es hätte auch schlimmer sein können. Wie ein Eisheiler oder irgendwas, was ich nicht brauche. So. Oder Fluchtseil oder irgendwie sowas. Pokéball. Haben wir noch keinen Superball? Ernsthaft? Ich wollte das Geld in Superbälle reinstecken. Aber wir haben ja anscheinend noch keinen Superball. WTF? Okay. Netzball, nee, für 1000, nee. Wir haben jetzt auch den zweiten Ohren schon. Spätestens nach dem zweiten Ohren dachte ich, ja, kriegen wir den Superball im Angebot. Aber nö, kriegen wir halt nicht. Na gut, dann nochmal 10 Pokebälle für 2000. Mehr mache ich aber nicht. Da kriegen wir nämlich noch einen Premierball dazu. Und das passt dann. Ja, und das Einzige, was wir jetzt in diesem Part nämlich noch machen, ist ein, wenn alles klappt, neues Pokémon fangen auf der nächsten Route. Und die Route ist hier links. Aber da scheint noch was dazwischen zu kommen. Nam, was willst denn du hier? Du, sag mal. Stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was, du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Dann erzähl du mir keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Okay, wir werden heute kein Pokémon fangen. Nam stellt sich uns in den Weg. Okay, er will auf die Schnauze. Ganz einfach kriegt er. Was hast denn du für Pokémon? Ein Willi. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Vielleicht Pflanze? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Level 14. Da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Willi. Gestein, Pflanze. Gestein. Da müssen wir aufpassen. Gestein ist schwierig. Wegen Gestein auf Feuer sehr effektiv. So. Verstehst?
Dann. Hannes. Ich gehe mal zu Hannes. Das ist jetzt auch wieder. Ey, was haben wir heute für Kämpfe? Okay, er geht auf Verwurzler. Ich gehe auf Bitterkuss. Will ich schätzen. Oder Charme. Ich weiß nicht, greift er physisch oder speziell an? Ich greife einfach mal an. Und das ist, glaube ich, eine spezielle Attacke. Also bringt Charme leider nichts, aber naja. Obwohl Bitterkuss... Ah, nee, ich nutze lieber den Angriff. Metronom. Säure kann auch vergiften, also Vorsicht. Komm, irgendeine Feuerattacke oder so. Oh, was Gutes. Staffette. Oh. Oh. Ja, gut. Ich weiß halt nicht. Johannes? Nee. Oder doch? Ich gehe mal zu Johannes. Wir haben halt keine so wirklich sehr effektiven Attacken. Sonst eigentlich mit Splatcast, aber da habe ich Angst vor Gesteinsattacken. Daher gehe ich jetzt mal zu Johannes, paralysiere ihn schon mal. Um da mal ein bisschen was zu erreichen. Das ist stark. Bitterkuss. Geht daneben, schade. Okay, Johannes muss wieder weg. Säure ist zwar vom Typ Gift, aber er selber ist ja nicht vom Typ Gift. Aber dennoch will ich mal jetzt zu Finn gehen. Wie viel Schaden macht das? Okay, ich gehe jetzt auf Doppelteam. Obwohl Blitz wäre vielleicht ein bisschen klüger gewesen, oder? Senkt er den Fluchtwert vom Gegner nicht im Pokémon? Ja, es wäre klüger gewesen. Ich kann erstaunen. Okay, es hat bisher keine Pflanzenattacke eingesetzt. Also hoffe ich, dass es keine Pflanzenattacke hat. Gehen wir mal zu Bonita. Und einfach kopflos. Drauf geht's. Drauf geht's. Ah, ist ja auch nicht sehr effektiv gegen den Steinstyp. Stimmt. Umklammerung. Okay, zieht wenigstens nicht viel ab. Ah, ist ein Verwurzler auch noch sehr, sehr eklig. Was ist ein ekliger Gegner? Hat er jetzt schon irgendwie eine Gesteinsattacke mal eingesetzt? Ich glaube, nein. Splatcast kommt oben her. Jetzt probiere ich es doch mit Splatcast. Ah, was werden wir heute so gefordert, ey? Der Part wird auch überlänger annehmen. Also es ist halt, ja, weil wir heute so gefordert werden. Ja, ich hätte gleich bei Splatcast bleiben. Okay, ja gut, es war ein Volltreffer, also. Boah, sein blöder Verwurzler. Ist natürlich sehr, sehr klug, dass er das direkt eingesetzt, aber er hat Verwurzler, er hat Säure, er hat Umklammerung. Was ist das vierte? Weiß ich jetzt nicht, aber das vierte haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Also. Ja, wir gehen weiter auf Blut. Also, daher, es kann uns nichts anhaben, so wirklich. Außer mit Volltreffer bei Säure, natürlich. Ja, es ist jetzt einfach C, 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 C. Dann hoffe ich, dass die anderen beiden Pokémon nicht so schlimm sind. Gerade wegen diesen scheiß Verwurzler. Und Glut ist halt auch normal effektiv durch den Gesteinstyp, glaube ich. Kann das sein? Das ist normale... Ja, genau. Jetzt greift es wieder an. Senkt 5 KP. Aber Spezialverteidigung sinkt dadurch. Ah, dann kann Säure, glaube ich, nicht vergiften, wenn die Spezialverteidigung da gerade gesunken ist. Es ist doch nicht wahr. Ich weiß, dass Splatcast wenig KP hat. Ich probiere es aber trotzdem weiterhin so. Ja, genau deswegen. War meine Hoffnung. Stimmt, ich hätte auf Bunny gehen können. Stimmt, das fällt mir erst jetzt ein. Wegen Gift-Hieb. Ich werde jetzt so auf Bunny gehen, weil... Obwohl, ja, Glut reicht.
Danke. War das ein ekliger Gegner. So ekliges habe ich noch nicht gesehen. Oder C ist vielleicht das bessere Wort. Wir haben alle Pokémon eingesetzt, außer Böni. Warum kam ich nicht auf Böni? Ich weiß es nicht. So, Snobilikat ist auch nicht gerade einfach. Da gehe ich zu Bonita. Da, denke ich mal, mit Bonita haben wir da gute Chancen. Hat er erst Snobilikat? Schon letzt 18. Level 18! Verteidigung sinkt stark. Ja, gegen normale Attacken sollte Bonita auf jeden Fall gewappnet sein. Aber wenn er meine Verteidigung vierfach senkt, ist das nur nicht gerade schön. Eine vierfache Senkung, aber Volltreffer, sehr gut. Ich gehe mal einmal zu Böni rüber, um dann wieder zu Bonita zu gehen. Er macht nochmal Kreideschrei. Ja, ich wollte ja Böni nicht so weit hochleveln, aber irgendwie levelt es sich alleine irgendwie hoch, weil ich kann alles machen. Ich muss, irgendwann gibt es Situationen, wo ich zu Böni wechseln muss und dann, ja, kriegt er halt die EP. Nein, nicht Tackle, warum setze ich Tackle ein? Ja gut, ist nicht so schlimm, Kopfnuss regelt jetzt. Und kannst du nur Kreideschrei oder was ist da los? Eieiei. So, letztes Pokémon. Aber erstmal Level 13 für Bonita. Nice. Kikugi. Splatcast, komm du. Du hast zwar nur 3 KP, aber du kriegst sofort einen Trank von mir und dann kannst du das Kikugi besiegen. Das ist ein einfacher Gegner. Zwar auch auf Level 16, aber da sehe ich schon bessere Chancen. So, zack. Haha, Flammkörper. Boah, ey. Aber nach dieser Folge brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Ich brauche unbedingt eine Pause. Das war nichts für schwache Nerven. Danke, Volltreffer. Danke, danke, danke. Boah. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, denn es war heute crazy. Crazy war es heute. Heute war es crazy. Boah, ey. Ich brauche eine Pause. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Es geht nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahlen ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Ich habe dir eine Lektion erteilt.